Heute sind wir am spektakulären Jasmarina Circuit, um das letzte Kapitel dieser Saison aufzuschlagen. Kommt mal drauf an. Nach einem sensationellen Qualifying ist es nun Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Valtteri Bottas. Vielleicht noch YouTube halt also, wo ich Videos mache, ne? Verstappen, der von P2. Oh, das wird jetzt spannend. Das ist das letzte Rennen der Saison. Leg los und genieß es. Wünscht mir Glück, dass wir heile ankommen und vielleicht noch einen Punkt ergaunern. Ich hab noch so gemerkt, das stimmt, ich muss an die Kupplung. Total shit. Ach man, wäre ich innen gestartet, hätte ich vielleicht noch ein paar Leute überholen können. Da bist du auch wieder aktiver, okay. Ihr habt gesehen, du hast irgendwas mal geliked von mir, die Tage, vielleicht heute oder so. P9 ergaunert, aber können wir den auch behalten? Ausgezeichneter Start, gute Arbeit. Nico, 3 Stunden am Tag WhatsApp ist nicht gerade wenig. Das ist auch viel. Runden, ist das nicht ein bisschen viel für also eine lange Strecke? YouTube nur im Bett, okay, Mika. Ja, sollen sie dieses Keil, ich kann mich freuen, kann 2 Leute einholen, sehr geil. Gut, bei mir ist es aber meistens YouTube Studio, nicht normal YouTube. Da auch, aber auch nur situationsabhängig, wie ich gerade Bock habe. Aber da gibt es vieles. Wenn ich Serie gucke, dann halt natürlich viele Serien. Ich weiß nicht, ob man das so pauschal bei mir sagen kann. Ich swipe auch gerne bei Facebook einfach sinnlos rum. Hab ja auch eine Facebook-Seite. Also, eigentlich bin ich super, also ein bisschen. Aber meistens gefühlt immer tanzenrad.de. Wenn ich lange im Wald habe, mache ich die App auf, dann wieder zu. Eine Minute später habe ich vergessen, dass ich da gerade drauf war, mache die wieder auf, dann wieder zu. Auch am PC. P8, Leute, P8. Ach, wir können auch noch fett fahren. Nee, Haus des Geldes schaue ich nicht, aber irgendwann gucke ich das vielleicht mit meiner Freundin. Jetzt gerade gucken wir Shameless. Auch eine richtig geile Serie. Eine Comedy-Serie über so eine Asi-Familie. Unfassbar, was da teilweise für Sachen passieren. Denkt man sich so, wenn das einige Leute sehen würden, vielleicht etwas konservativere Leute, die würden vielleicht einen Schock kriegen. Wer das noch nicht gesehen hat, unbedingt gucken. Eine richtig geile Serie. Lachen oder wenn ich überlegen will, soll ich jetzt lachen oder soll ich schockiert sein? Dann auf jeden Fall das gucken. Ohne Witz. Top 5 ist drin. Achso, hier im Rennen, ja. Ja, wir mal gucken. Wir kommen gut ran, aber ob wir das jetzt dauerhaft dieses Niveau halten können, müssen wir mal schauen. DRS nutzen, wenn du höchstens 1 Sekunde hinter dem Wagen vor dir in der DRS-Zone liegst. Deine Lieblingsserie, okay. Ja, wahrscheinlich, weil du die gerade guckst. Hm? Ich glaube, meine Lieblingsserie, schwer zu sagen. Dragon Ball natürlich. Eigentlich nicht schwer zu sagen, ganz klar Dragon Ball. Wenn man jetzt Animes mitzählt. Wir gucken gerade halt wirklich nur Shameless, weil die haben halt 11 Staffeln. Rechne mit Leistungsverlust. Dazu noch natürlich noch Stranger Things, The Orville. Ich liebe The Orville, auch eine geile Komödie in Star Trek-Style. Richtig geil. The Boys,
Auch einer meiner Top 3, 4 Serien. Also, da gibt es bestimmt noch Westworld. Auch. Also es gibt einige Serien, wo wir auf die nächste Staffel warten. Aber jetzt gerade aktiv guckt man nur Shameless, weil die halt wir noch nie geschaut haben. Die hat 11 Staffeln, wie gesagt. Shameless ist auf Amazon Prime. Aber das wird geschrieben S-H-A-M-E-L-L-E-S. Also Shameless und Schämen. Aber sag mal so, es gibt auch noch andere Möglichkeiten, Serien zu gucken. Du wirst mit Mediums weiterfahren. Der Abstand Zwinker. Zum Teamkollegen beträgt 10,3 Sekunden. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 3,0 Sekunden. Oder du meinst mit Charmaine ist irgendeine Serie, die ich nicht kenne. Das kann auch sein. Das kann auch sein. Mika, du schön. Wir raten dir auf Mischung 2 umzustellen. Umstellen auf Mischung 2. Ich finde es aber komisch, dass wir in den letzten Rennen praktisch dauerhaft auf Fett fahren konnten. Ist das irgendwie ein Bug? Oder falsch programmiert? Einfach, dass man hier praktisch kein Gemisch, Benzingemisch verliert, wenn man auf Fett fährt. Oder habe ich einfach so eine unfassbar geile Karre gerade? Ich finde aber, man merkt schon, dass unser Auto ein bisschen besser geworden ist, weil ich kann immer öfters, zumindest in den letzten Rennen, weiter vorne mitmischen und auch einigermaßen mithalten jetzt mit besseren Wagen. Auch auf der Geraden ist zumindest so mein Gefühl. Da merkt man auf jeden Fall einen Unterschied. Zum neuen Song auf jeden Fall Top 5. Hast gefunden, Mika? Sehr gut. Also wirklich, da wird über alles und jeden sich lustig gemacht und auch jeder fertig gemacht, egal worum es geht. Man sollte jetzt keiner sein, der sagt, nee, über sowas darf man keine Witze machen oder nee, also das ist, nee, das geht nicht, sowas kann man nicht zeigen. Wenn man so jemand ist, dann ist die Serie vielleicht nichts für einen. Okay, Mika, dann viel Spaß. Vor allem die ersten beiden Staffeln sind genial. Danach wird es ein bisschen ernster, aber die ersten beiden, auch danach kommen Situationen, denkst du dir, ist nicht dein Ernst, dass sie das zeigen. Genau was für dich, Mika, perfekt. Und ich habe davor noch nie was von dieser Serie gehört und die hat 11 Staffeln. Jemand vor mir rausgefunden? Ja. Doch, jemand ist draußen. Oh, ein Mercedes. Hamilton. Ein Platz mehr für uns. Okay, ja, Mann. Ja, Mann, Leute. Die Top 5 kommt mehr, Nico. Ja, gut, sind zwei Positionen, aber die sind auch weit weg. Ne? Norris und Fiat, wer weiß. Vielleicht klappt es ja trotzdem. Warum ist Flügelschaden reparieren bei mir auf? Ja. Nein. Ich glaube, ich noch diese Runde durchfahren und vielleicht eine Runde 7 oder 8 spätestens dann rein. Dann hätten wir alle Boxenstopps hinter uns. Regnen wird es eh nicht. Denk an
Versuch's nicht mal, versuch's weiter, weiter so zu fahren. Sieht gut aus. Aber man sieht, Fiat, der hat jetzt schon 4 Sekunden Vorsprung. Das wird schon schwer. Das wird schon schwer. Nee, Mika, ich wohne mit meiner Freundin. Die ist jetzt nur gerade wegen dem Arzttermin bei ihren Eltern. Deswegen nutze ich die Zeit, wo ich sie alleine bin und nichts anderes zu tun habe, ein bisschen länger zu streamen. Sorry, Pinöppel. Das war extra. Jetzt fahre ich auf jeden Fall in die Box. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 3,6 Sekunden. Geht klar, Boxenstopp in dieser Runde. Boxenstopp in dieser Runde. Der Chat motiviert mich. Weiter so, weiter so. Ja, wie gesagt, die ist halt gerade nicht da, deswegen streame ich gerade ein bisschen mehr. Nutze einfach die Zeit, mir aufzunehmen. Mal langes Stream. Gestern 8 Stunden 21 Minuten. Heute nur 6 Stunden 52. Ist das lange? Quatsch. Ja, die kommen näher ran. Ich hätte vielleicht eine Runde früher schon in die Box fahren müssen. Nein, Mika, so ist es nicht. Dass es mich jetzt freue oder dass das Ruhe ist. Mein Becher ist leer. Ich schaff's nicht nachzufüllen, glaube ich. Wir sind alle vorne in der Box. In der Box. Ich glaube, Boschung kommt auch gerade, aber der dürfte es schaffen. Los, let's go! Ich liebe hier die Boxenauswahl. Das ist cool. Ja, nur 6 Stunden, Nico. Gleich sind es in 5 Minuten 7 Stunden. Perez? Mr. Perez? Ich habe kurz überlegt, sie eventuell zu kaufen, also bitte passen Sie auf, was Sie hier tun. Okay. Danke. Ja, wir haben leider einen Platz verloren. Schade. Naja. P8 ist immer noch gut. Dann glaube ich 4 Punkte. Ne? Konstrukteurs WM wäre dann wahrscheinlich immer noch das drittschwächste oder das achtbeste Team. Vor 2 Rennen waren wir jetzt noch das 6. aber naja, immerhin die letzten 2 Rennen noch 5 Punkte geholt. Es hätten die letzten 3 sein können, aber Mexiko wird in die Geschichte eingehen als Rage. Ach, Giovinazzi. Ja, jetzt sind wir auch super. Das ist doch. Also 6 Punkte. Abstand zum Auto vor dir beträgt 3,6 Sekunden.
den Kwiat, aber noch auf 5. Wahrscheinlich ist noch ein Platz gut gemacht, der gute Daniel. Der gute Russe. Ist der Russe, wenn ich mich jetzt sehe, ich komplett irre. Wie ein Irre. Etwa 5 Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus. Und wir fahren hier wahrscheinlich alle 14 Runden noch fit. Bislang muss man sagen, ein super souveränes Rennen. Ne? Nicht viel passiert, also es ist jetzt nicht irgendwie von Katastrophen oder super Wetterbedingungen geprägt, aber ein sehr souveränes Rennen. Vorne niemand gefühlt, hinten niemand. Okay, Micke hat einen Flachwitz. Ach, Leute. Ich muss ihn erst durchlesen, um zu gucken, ob ich ihn laut sagen kann. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 4,4 Sekunden. Das muss man wirklich sagen, von der Spannung her so das langweiligste Rennen heute. Von Duell Mann an Mann oder Mann gegen Mann. Zu souverän von mir und zu weit entfernt den anderen gegenüber. Und auch zu schnell für die hinteren. Etwa 3 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Und sonst so bei euch? Ja, wann kommt denn der Flachwitz? Ich warte. Oder ist es so lang, dass du dann einen Roman gerade schreibst? Oh, ich kann nicht mehr meine Hände. Oh, 3 Runden noch. Und ich bin jetzt 7 Stunden live. Also praktisch 15,5 Stunden in den letzten beiden Tagen gestreamt. Krass.
Gut, dann geh doch schlafen, wenn du müde bist. Ist doch Wochenende, kannst du schon ausschlafen. Schon fast 8 Sekunden Vorsprung. Aber der Rückstand schmilzt zwar, aber so dezent, dass da jetzt nicht mehr was passieren wird. Die vorletzte Runde. Beträgt 3,4 Sekunden. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 24,2 Sekunden. Wir haben nur noch Benzin für eine Runde. Wir haben ja auch nur noch eine Runde, glaube ich. Also, na ja. Schön durchfahren mit Fett, immer noch. Meine Güte, was für ein Unterschied. Was für ein Abstand zum 8. Mal. Ja, da werden sogar bestimmt fast 10 Sekunden sein. Aber warum sind die auf einmal so viel langsam? Kann ich mir ja schon fast ein paar Zeitstrafen hier einsammeln. Nein, mache ich nicht. Das wird eins der souveränsten Rennen dieser kompletten Saison, das letzte. Ein klasse Abgang. Klasse Ende. Schluss. Und Leute, letzte Runde. Die letzte Runde des Rennens. Na gut, der Rückstand auf 6 und 5 vergrößert sich. Jetzt will ich es noch so als kleines Mini-Ziel vielleicht schaffen, 10 Sekunden Vorsprung zu haben zu Gasly und Perez. Kurve haben wir auch gut genommen. Nach 11 Sekunden auf Gasly. Da wäre das auch so gut wie. Das war gereimt, cool. Was für ein souveränes Rennen, oder? Was für ein souveränes Rennen. Aber muss sagen, das war geil. Vielleicht zum Zuschauen ist super spannend für Leute, die Action wollen, aber. Die hatten auf jeden Fall in den letzten Rennen, und aber mal mega Action. Bottas gewinnt auch das letzte Rennen als Weltmeister. GG an den Finn. In dieser Saison gab es Höhen und Tiefen, aber jetzt können sie erhobenen Hauptes in die Winterpause gehen, denn das war ein und die Fahrer begeben sich nun für die Siegerehrung zum Podest. Ein echter Teamsieg heute. Ein großer.
Na, das war doch so. Wer war nach diesem unglaublichen Rennen dein 7-6 Punkte, wo war das schon? 19. Warte, wie viele fliegende Finnen hatten wir inzwischen schon? Wie auch immer, in diesem Fall Rang 12, ich habe sogar noch einen Platz verloren. Starkes okay. Tempo und ebenso gute Arbeit. Konstrukteurs. Die Konstrukteursmeisterschaft. Da haben wir immerhin Alfa Romeo überholt. Am Ende wurden wir noch Achter. Nico Freund ist das Wort, das die Fahrer werden gewonnen hat. Sehr gut. Ja. Eine unglaubliche Leistung des Gesamtteams. Von den Fähigkeiten waren wir das achtbeste Team. Am Ende, jetzt haben wir auch den achten Rang geholt. Stefan, damit endet ein weiteres fantastisches Rennwochenende. Vielen Dank an alle, die mit dabei waren. Wir sehen und vielleicht zur neuen Saison so Top 4, so Best of the Rest nach Mercedes, Ferrari, Red Bull. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Müssen wir mal gucken. Gucken. So, Leute. Da bin ich mal gespannt, was jetzt so kommt nach einem am Ende einer Saison. Nun zu ein paar Fragen. Sie haben während des Rennens ganz schön aufgeholt, nicht wahr? Sie übertreffen alle Erwartungen, die man an Sie gestellt hat. Kann Sie noch irgendetwas aufhalten? Das war heute nicht das sauberste Rennen, oder? Klasse. Das war dann alles. Warum nicht das sauberste Rennen? Gab es am Ende eine Kollision? Hab schon ganz vergessen. Kollision bin ich gerne so am... naja. War da was?